Hallo und herzlich willkommen zurück, mein Lieben, zu Mystery Legends 1 Sleepy Hollow. Genau, ich habe ja hier im letzten Part am Anfang von Kapitel 2 aufgehört. Kapitel 1 haben wir ja in der letzten Aufnahmeseason komplett abgeschossen, wo wir den alten Brover, wie auch immer der jetzt ausgesprochen wird, jetzt kennengelernt, aber der kopflose Ritter, der Hesse, hat ihn leider schon vor uns jetzt leider getötet und ja, da konnte ich ihn jetzt leider natürlich nicht mehr retten, aber das Spiel will auch so, dass die Leute, die wir normalerweise retten sollen, alle umkommen, leider. Ist halt so. Ist vom Spiel so gewollt. Genau, und ansonsten, ja, haben wir ja schon einigermaßen viele Wimmelbilder gemacht. Ein paar kleine Mini-Rätsel haben wir auch schon gemacht. Und jetzt geht's wieder direkt los in Kapitel 2. Genau. Und wir fangen mal nochmal in der Küche an. Und suchen natürlich erstmal wieder nach dem Kürbis, der da ist. Genau. Und wir brauchen eine Glocke, Küken, Ölflasche, Kohlkopf, Hund, Zwiebeln, drei Kerzen, einen Blasebalg, eine Schaufel, Kerzenhalter, Ingwer und Tomate. Und eine Tomate, genau so. Ja, ihr seht richtig, hier wiederholen sich ein paar Gegenstände halt auch. Aber das ist ja auch nur ein Zeichen, dass das Ganze per Zufall generiert ist. Die Glocke ist okay, die ist ziemlich groß. Also nicht groß, aber schon ein bisschen breit. Könnte irgendwo vielleicht hier auf dem Boden liegen. Nee, das ist keine. Tja, wo könnte die Glocke sein? Das ist eine gute Frage. Also das Küken wissen wir ja schon, wo das ist. Genau, das war ja da. Naja, vielleicht sehen wir die Glocke irgendwie noch per Zufall. Eine Ölflasche. Oh Gott, was ist das denn für eine Form? Oha. Die ist es nicht, ne? Nee. Da. Ein Kohlkopf. Oh. Nee, das ist Brot. Ist auch irgendwie fast abgerundet, würde ich mal sagen. Da, ja. Ein Hund. Wo soll denn hier ein Hund sein, bitteschön? Ist das ein kleiner? Achso, das ist eine Figur als Hund. Da. Zwiebeln. Da oben. Nicht. Aber daneben. Drei Kerzen. Okay. Da haben wir eine. Dann haben wir die zweite. Und die dritte ist da. Ein Blasebalg habe ich auch schon gesehen. Die Schaufel habe ich. Okay, das ist nicht die Schaufel. Okay. Ach Gottchen, so eine kleine Schaufel. Da. Ein Kerzenhalter. Welche Form hat der denn? So, okay. Dort. Ingwer, wissen wir ja auch schon, wo es liegt. Eine Tomate. Dort. Tja, jetzt fehlt nur noch die Glocke. Wo ist sie denn? Vielleicht hier im dunklen Bereich. Kann ja auch möglich sein. Ach ja, und bevor ich das vergesse zu erwähnen, je weiter wir mit den Kapiteln voranschreiten, desto mehrere Wimmelbilder können wir auch machen. Ne? Also das ist jetzt hier noch ein bisschen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, noch harmlos. Mit 48 Gegenständen, die wir insgesamt suchen müssen. Aber glaubt mir, es wird mehr. Es wird mehr, je weiter wir kommen. Ah, Mann, ich sehe die scheiß Glocke nicht. Kann doch nicht sein. Was liegt denn? Liegt die hier?
hier vielleicht irgendwo auf dem Boden? Nö. Oder auf dem Tisch hier, das kann ja auch möglich sein. Nö. Keine Ahnung, wo ist die? So, ja. Ah, da. Im Regal, ja. Okay. So. So, jetzt besuchen wir mal die Villa. Auch wieder ein neues Gebiet. Und da glitzert auch schon was. Und da guckt uns ein Kürbis an. Und schon haben wir wieder 4 Tipps. Ein Paradiesapfel. Obwohl, ich mache jetzt mal das Rätsel, weil ich weiß nicht, welcher Gegenstand... Obwohl, warte mal. Welche Form hat... Ach so, okay. Der da oben ist das nicht, ne? Nee. Wäre zu schön gewesen. Ja, hier im Gebüsch sind auch noch Gegenstände. Ich seh's. Ich mach doch erstmal das Rätsel. Ja, das wurde Puppenrätsel an. Das kann ich mich auch noch erinnern. Das ist fies. Oder es kann fies sein. Zieh eine Nadel aus dem Nadelkissen und steck sie in einen der Korken der Puppe. Platziere die bunten Nadeln an den richtigen Stellen, um die Zähne abzuschließen. Wir haben nur 6 Versuche. So. Wenn die Münzen hier weg sind, dürfen wir alles wieder von vorne machen. Und wir müssen jetzt irgendwelche Nadeln nehmen und unser Glück versuchen, ob es stimmt oder nicht. Ich mache mal ein Beispiel. Das war jetzt falsch. Auch falsch. War auch falsch. Das war richtig. Das war falsch. Das war auch falsch. Okay. Ja, war falsch. Und jetzt dürfen wir alles wieder von vorne machen. Ach, sehr. Oh, da liegt ein Volltreffer gelandet. Auch, okay, sehr schön. Also hier kann man echt nur raten. Wenn alle hell sind und hell bleiben und die Korken sind auch hell und nicht rot, dann ist es richtig. Und wir haben das Rätsel erfolgreich gelöst. Wunderbar. Und wir erhalten... Achso, die Voodoo-Puppe. Okay, alles klar. So, dann ist der Paradiesapfel immer noch hier irgendwo. Der steht auf jeden Fall gerade, also der ist gerade laut Form. Laut Form ist er gerade. Aber wo soll der denn sein? Ja? Nee. Wow. Gute Frage, nächste Frage. Deckelglas. Da, eine Rose. Wie ist denn die Form? So, okay. Nee, da ist es nicht. Ja. Röschen, wo bist du denn? Guck hier im Gebüsch auch mal, ob da irgendwo was ist. Kann ja möglich sein. Türklopfer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was brauchen wir denn eigentlich alles? Also ein Paradiesapfel noch, Rose, Türklopfer, Messer, Pfeife, Pferd, Laterne, Geige, Hufeisen und eine Spitzhacke. Ach du Scheiße. Schon mal da. Türklopfer. Sieht aus wie ein Ring fast.
Dann wird die Geige. Wo ist der Türknopf? Da. Eine Pfeife. Okay. Die ist... Die, ich würde jetzt mal sagen, fast die hängt irgendwo. Pfeife. Da, genau. Pferd. Ah, so ein Schaukelpferd. Da. Eine Laterne. Nein, die ist es nicht. Welche Form hat die denn? So eine. Oh Gott. Nee, da oben nicht. Da auch nicht. Scheiße. Ah, da. Ein Hufeisen. Oha. Da. Eine Spitzhacke. So, hier ist noch eine Rose und ein Paradiesapfel. Aber ich sehe die echt nicht, ey. Hast du fein gemacht. Ich sehe die Rose echt nicht. Also entweder bin ich mega blind. Ah, da ist sie. Schwarz im dunklen Hintergrund. Das ist geil. So, und hier ist noch der Paradiesapfel. Tja, wenn ich jetzt wüsste. Wo der wäre. Der ist auf jeden Fall irgendwie gerade, laut Form. Aber wo soll der sein? Da, oh lol. Okay, warum auch nicht?